Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Daunenschlafsack informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Produktinformationen und Kauftipps. Ja, und wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. Achtet natürlich auf die richtige Füllung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, was für eine Füllung wollt ihr drin haben? Idealerweise empfiehlt man natürlich Daunen. Dann ist auch mal die Frage, soll es Gänsedaun sein, Entedaun sein oder sind es vielleicht Daunen in Kombination mit Federn? Das ist immer eine Frage des Preises. Sagen wir mal 90% Gänsedaunen und 10% Federdaunen oder Entenfederdaunen. Das ist schon sehr, sehr hochpreisig. Das ist auch schon sehr, sehr gut und hält auch wirklich lange warm. Ihr müsst mal ein bisschen gucken, wo so die Preissituation liegt. Vielleicht findet ihr auch ein gutes Angebot, was trotzdem eine hohe Daunenmenge enthält. Aber darauf sollte man unbedingt achten. Und da kommen wir auch schon direkt zu Kauftipp Nummer 2 in Verbindung zu dem Verhältnis der Daunen. Wie hoch ist denn die Temperaturdichte oder Empfindlichkeit überhaupt nachher? Bis wann hält es warm und wo hört es dann auf? Man sagt in der Regel so bis minus 20 Grad sollte schon ein Daunenschlafsack auch wirklich warm halten. Drüber hinweg gibt es auch, wird aber dann merklich und deutlich teurer. Also minus 20 Grad, da seid ihr gerade zumindest für eine normale Nacht oder für die Durchschnittstemperatur im Winter bei möglicherweise, wenn ihr auch draußen irgendwo liegt, wirklich gut aufgehoben. Tipp Nummer 3, die Größe ist auch ganz wichtig. Also es gibt eine Außen- und eine Innengröße. Bei Leuten mit einer Körpergröße zwischen 1,80 und 1,90 sollte man mindestens 2,15 Meter bis 2,20 Meter wählen, damit wirklich auch die Länge komplett abgedeckt ist. Bei kleineren Menschen kann man das natürlich entsprechend runterrechnen, aber man sagt so mit ja, ungefähr 20 bis 30 cm Aufmaß im Außenbereich sollte man immer kalkulieren. Tipp Nummer 4, achtet auf das richtige Material. Das ist ganz wichtig. Es sollte nämlich wasserdicht sein. Und nicht vergessen, auch der Reißverschluss sollte wasserdicht sein. Das erlebt man leider oft, dass man sagt, man hat doch eigentlich einen wasserdichten Schlafsack oder ein wasserdichtes Material, vergisst aber, dass das Wasser natürlich auch durch den Reißverschluss kommen kann. Und da sollte man darauf achten, dass auch dieser unbedingt wasserdicht ist. Und Tipp Nummer 5, achtet auf ein richtiges Packmaß. Ihr habt natürlich wirklich, wenn ihr jetzt eine Tour macht, eine Wandertour macht und auch plant, draußen zu schlafen, entsprechend den ja, Schlafsack mit dabei, meistens oben mit oder unterhalb des Rucksacks aufgerollt und eingerollt und guckt trotzdem auf ein kleines Packmaß. Idealerweise packt ihr ihn sogar in den Rucksack. Nur sollte er einfach nicht zu groß sein, dass es auch nicht zu viel ja, Bewegungsfreiheit nimmt, dass es nicht zu viel Packmaß nachher auch hat und man dann eine riesen Ladung hinten auf dem Rücken trägt. Kleines Packmaß gibt es heute, ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, aber dann habt ihr auch einen perfekten Daunenschlafsack. Für weitere Informationen schaut unter www.sport-und-abenteuer.de rein. Besucht uns bitte auf unserer YouTube-Seite unter Sport und Abenteuer. Abonniert uns und ja, schaut euch noch viele weitere interessante Kaufratgeber-Videos an. Rund ums Campen, rund um Sport, Abenteuer, Urlaub und vieles, vieles mehr. Und jetzt wünsche ich euch mit eurem Daunenschlafsack eine gute und warme Nacht. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.